Es scheint so offensichtlich und dennoch realisieren es viele nicht. Aber Anime schauen ist keine Leistung. Denn in all den Jahren habe ich etliche Kommentarschreiber gesehen, welche mit ihrer Anzahl von geschauten Serien ja schon angegeben haben. Und auch ich muss mir dabei an die eigene Nase fassen, denn weit in der Vergangenheit hatte auch mein naives Ich sich einfach ein bisschen zu viel auf die Masse angeschauter Serien eingebildet. Letztendlich brauchen wir zum Anime konsumieren aber absolut nichts, außer Zeit. Ob man nun 50 Stunden Anime schaut oder 50 Stunden in der Badewanne liegt, nimmt sich vom Anspruch nicht viel. Daher gibt es auch keinen Leistungsnachweis fürs Anime schauen, da es keine Leistung ist. Fast überall sonst, in das man viel Zeit investiert, kann ein gewisser Fortschritt erbracht und an beiden Parametern die Leistung abgelesen werden. Beim Erlernen einer Sprache kann durch Tests oder den simplen Sprechen die Leistung nachgewiesen werden. Beim Sport sieht man verbesserte Leistung meist sogar direkt an der Stoppuhr. Naja, bei fast jeder Arbeit will man nach 100 Stunden besser sein als noch zuvor. Und selbst manche Videospiele erfordern eine Leistung, die sich im Besiegen eines Gegners oder dem Erreichen eines Ranges widerspiegeln. Ob ich nun aber 100 oder 1000 Stunden Anime schaue, verändert absolut nichts. Ich kann Anime nach 1000 Stunden nicht schneller oder besser schauen. Ich finde jedoch, es gibt Leistungen, die auf Anime-Schauen basieren und darauf aufgebaut werden können. Und zum Beispiel Anime analysieren, Essays zu Anime-bezogenen Themen schreiben, Interpretationen und Verbindungen herstellen oder einfach nur seine Meinung formulieren. Jedes Mal, wenn jemand einen Kommentar schreibt und seine Meinung fundiert kundtut, erbringt er eine Leistung, die ich respektiere und tausendmal mehr aussagt, als ich habe 1000 Anime geschaut. Und dieses Meinungsbilden, Analysieren etc. kann prinzipiell optimiert werden durch vermehrtes Anime-Schauen, da man so einfach verschiedene Werke, Ansätze und Ideen kennenlernt. Oft ist dann genau diese Vergleichbarkeit zu haben ein wichtiger Punkt in der Meinungsbildung. Das grenzt sich, finde ich, aber nochmal weit vom puren Schauen von Anime ab, denn sind wir mal ehrlich. Viele Zuschauer machen sich keine Gedanken und bei vielen Anime braucht man sich auch keine Gedanken machen. Und ich rede hier von Leistung, Leistung, Leistung. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da ist nur natürlich, dass viele in allem eine gewisse Leistung sehen und diese auch erbringen wollen. Aber ist es nicht etwas Tolles, dass Anime schauen gerade keine Leistung ist. Einfach entspannen und abschalten oder mitdenken und sich mitreißen lassen, all das steht absolut jedem offen. Jeder hat einen anderen Anspruch an Anime und es ist absolut okay. Wer es jetzt aber trotzdem als Leistung sieht und darauf viel Wert legt, aber Stunden an Anime geschaut zu haben, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, was selbst eine Katze kann. Stundenlang durch ein Fenster zu starren und sich von lustigen Bewegungen unterhalten zu lassen. Okay, beenden wir das Ganze mal hier, das Video wirkt ja jetzt schon fast so irgendwie passiv-aggressiv. Aber naja, ich denke, einige müssen das einfach mal hören, gerade weil ich mein altes Ich oft in solchen Kommentaren wiederfinde und mir das dadurch auch nochmal so selbst vor Augen halte. Wahrscheinlich teilt nicht jeder meine Meinung damit. Daher ist es jetzt Zeit, dass ihr eine Leistung erbringt und mir gerne eure Meinung in die Kommentare packt. Und dann sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao!